Ich würde es als Melodic Modern Jazz beschreiben, weil die Musik in der Tat für modernen Jazz, finde ich, sehr melodisch ist. Es sehr viele, vielleicht sogar fast singbare Melodien sind. Oft sind ja so moderne Stücke dann so abgespaced und freakig, dass man da keinen Ton mitsingen könnte. Aber bei unserer Musik ist es schon so, dass wir versuchen, oder ich versuche, starke Melodien zu finden und die dann aber mit moderner Harmonik, zeitgenössischer Spielweise und Rhythmen zu versehen und deswegen dann Melodic Modern Jazz. Das Wichtige am Jazz für mich ist die Improvisation und dass man praktisch spontan im Moment irgendwie etwas entwickeln kann und spontan in einer gewissen Situation sich ausdrücken kann. Das gefällt mir eigentlich so gut am Jazz, dass eigentlich jeder Abend, jedes Konzert wieder irgendwie anders ist. Es ist schon, sage ich mal, so eine Tendenz, dass jetzt nicht so viele junge Leute zum Jazz gehen. Und es gibt zwar sehr viele junge Musiker, wie wir jetzt. Es gibt sehr, man kann praktisch an fast jeder Musikhochschule in Deutschland kann man Jazz studieren. Und da gibt es schon viele, die Jazz machen. Aber es gibt leider nicht so viele junge Hörer. Das sehe ich schon als Problem auch irgendwie für die Zukunft. Und dann ist es die Frage, wie es weitergeht mit Jazz. Das ist natürlich auch dann vielleicht eine Aufforderung an die Jazzclubs oder an alle, die Jazz machen, dass man versucht, das auch für junge Leute attraktiv zu machen. Ich glaube, das ist auch ein generelles Problem, weil Jazz immer noch so, dem Jazz immer noch so ein bisschen das Image beim Jazz mitschwingt, dass das halt so alte Herrenmusik ist. Und das Image ist schwierig abzulegen. Und dann natürlich die Vereine, meistens wird das auch von ältere Leute geleitet irgendwie. Mhm. Viele Clubs und die in der Programmauswahl eher konservativer ausgerichtet sind. Und ja, wenn dann halt vereinzelt mal junge Acts kommen, dann kriege ich das vielleicht die Leute gar nicht so mit. Aber ein Problem ist einfach auch die Hörgewohnheit überhaupt von den ganzen Leuten. Wenn man halt mal guckt, was kommt im Radio, wo wird Jazz überhaupt gespielt? Oder auch im Fernsehen oder so, das ist natürlich sehr wenig. Also klar, durchs Internet, wenn man sich dafür interessiert, findet man natürlich schon sehr viel über Jazz. Aber ansonsten, man muss ja erstmal mit Jazz in Berührung kommen. Und man muss sich halt auch erstmal drauf einlassen auf die Musik. Das ist natürlich nichts, was man nebenher kurz mal hören kann oder so. Und die Leute, die wollen heute halt irgendwie, die meisten wollen halt echt ganz einfache Berieselungen. Also wenn man echt mal die Popmusik oder so anguckt, das meiste ist ja wirklich so, ja, also vielleicht fast sogar schon keine Musik mehr. Also für mich jetzt, ich weiß nicht, also so Techno oder sowas. Wobei ich glaube, das Problem, das dreht sich vielleicht, also habe ich die Hoffnung, weil wir halt doch an vielen Musikschulen in der Zwischenzeit auch gut ausgebildete Lehrkräfte sind, die aus dem Jazzbereich aber kommen. Das ist ein wenn ich jetzt irgendwo unterrichte und ich habe Schüler und ich bringe die mit Jazzmusik in Berührung, dann hätte ich natürlich mehr Interesse und komme eher zum Konzert. Zum Beispiel in Stuttgart gibt's einen relativ neuen Jazzclub, die Jazzclub Bix. Der ist zum Beispiel so ein bisschen sehr hip eingerichtet und da gehen dann schon auch junge Leute hin, weil das irgendwie das schick ja ist, auch da hinzugehen. Ja. Genau. Das ist ein cooler Laden, mehr so ein Bar. Aber ich glaube, es war wahrscheinlich noch nie so richtig leicht mit Jazz. Also ich weiß nicht, ob ich meine, man muss sich da schon drüber klar sein. Es ist halt Randgruppenmusik. Es ist keine Massenmusik. Es ist halt Kunst. Auch.